Herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung mit dem Thema offene Lernformate, Konzepte, Kompetenzen, Praxis. Die Veranstaltung ist tatsächlich Teil einer Reihe von Beiträgen, in denen wir, das heißt OER Info und das Bündnis Freie Bildung, unterschiedlichste Ansätze rund um das Thema offene Bildung aufgreifen und durch die Expertise der einzelnen Mitglieder des Bündnisses mit Leben füllen möchten. Ich bin Susanne Grimm, Co-Koordinatorin und Community-Bildnerin bei OER Info, der zentralen Anlaufstelle für Open Educational Resources, und führe euch heute zusammen mit Sarah Isabella Behrens durchs Programm. Sarah, möchtest du dich kurz vorstellen? Ja, das mache ich gerne. Hast du ja im Endeffekt schon für den Einstieg. Also vielen, vielen Dank. Und ich freue mich total, dass wir das heute hier zusammen machen, jetzt schon zum zweiten Mal. Und die Reihe geht dann hoffentlich auch weiter. Ich bin Koordinatorin des Bündnis Freie Bildung und Projektmanagerin bei Wikimedia Deutschland. Und genau, wir setzen den Rahmen, geben aber nicht die Inhalte vor. Wir haben uns natürlich Gäste aus dem Bündnis dazu eingeladen, die uns heute hier unterstützen und einen Einblick geben in unterschiedlichste Lernformate, die Offenheit bedeuten können. Und dazu werden wir ein paar Konzepte, Kompetenzen und auch aus der Praxis erfahren. Und wir haben uns das so gedacht, wir hatten ja jetzt schon einen kleinen Einstieg, dass wir jetzt auch direkt mit den Inputs starten können. Dafür haben wir ungefähr 30 Minuten Zeit und im Anschluss gibt es dann noch die Möglichkeit für Diskussionen, für Fragen, so um und bei 20 Minuten hätten wir jetzt dafür eingeplant. Und je nachdem, wenn es auch Fragen gibt, gerne auch im Chat einfach dazu schreiben. Ich würde mir das mit notieren und für die Diskussion dann parken. Und als erstes würden wir jetzt gleich Tobias Feitenkauer von Schule im Aufbruch hören. Und Tobias wird uns Friday vorstellen. Im Anschluss haben wir dann Nele Hirsch von E-Bildungslabor. Und Nele wird uns über offene Lernformate in der Praxis berichten. Dann anschließend, last but not least, haben wir dann André Hermes dabei von dem Gymnasium Ursula-Schule und der Uni Osnabrück. Und André wird uns über Offenheitskompetenzen einen näheren Einblick gewähren. Und genau, dementsprechend würde ich jetzt sagen, Tobias, du darfst gerne starten mit deinem Input zu Friday. Ja, vielen Dank für die Vorstellung und die Einladung heute hier zu sein. Die Welt muss sich verändern. Vielleicht auch weniger die Welt, sondern eher die Menschen, die auf dieser Welt miteinander zusammenleben. Das wissen wir schon seit langem. Das hat auch die UN festgehalten, bereits im Jahr 1992 mit der ersten Rio-Konferenz, dann den Millennium Development Goals und jetzt mittlerweile eben den Sustainable Development Goals, die ihr wahrscheinlich auch einfach alle schon kennt. Damit es aber zu einer nachhaltigen Entwicklung auf dieser Welt kommen kann, braucht es auch eine Schule, die das Ganze widerspiegelt. Denn damit sich die Welt verändern kann, muss sich auch die Schule verändern. Denn Schule ist der Ort, wo wir lernen, die Welt zu sehen und wo wir auch sehen oder lernen, was der Welt anscheinend wichtig ist oder auch nicht. Und je nachdem, wo man eben zur Schule geht, wird das eigene Bild von Welt dadurch sehr stark geprägt oder auch zumindest beeinflusst. Das hat die UN erkannt, deswegen gibt es eben auch dieses SDG Nummer 4, hochwertige Bildung. Und dort ist eben der Punkt 4.7, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Denn klar ist, eine nachhaltige Entwicklung auf der Welt braucht eine Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und im Kontext von diesem SDG Nummer 4 wird dann auch gerne von etwas gesprochen, das nennt sich Whole School Approach. Denn wir wissen auch, wenn die Kinder in der Schule lernen, dass Mülltrennung wichtig ist und dann am Nachmittag zufälligerweise die Reinigungskräfte dabei beobachten, wie sie den Müll, den sie vorher so schön sortiert haben, in Plastik, Papiermüll und Restmüll, zusammen in einen Sack kippen, sich dann natürlich auch zurecht fragen, warum machen wir das Ganze? Nachhaltigkeit muss also viel weiter gedacht werden als auf der inhaltlichen Ebene im Unterricht. Es muss tatsächlich institutionell
gedacht werden und auf den verschiedensten Ebenen der Schule einen Widerhall finden. Wir fangen da an natürlich bei der Lernkultur, wie gelernt wird in der Schule. Es geht darum, wie der Lern- und Lebensraum gestaltet ist, ob es so eine Solaranlage auf dem Dach gibt, wie viel Fleisch es in der Mensa gibt, etc. All das sind Dinge, die Kinder und Jugendliche natürlich auch beeinflussen und natürlich auch die Erwachsenen im System. Es geht aber auch um Themen wie die Schulkultur, die Art und Weise, wie Führung und Schulentwicklung gelebt wird und wie die Schule auch in die Gesellschaft wirkt. All das sind Aspekte, die laut dem Homeschool Approach relevant sind, wenn man Bildung für nachhaltige Entwicklung verankern möchte. Und ich schätze, die Menschen, die hier im Raum sind, sind sich dessen einig, dass man das braucht und dass das durchaus ein wichtiger Ansatzpunkt ist. Die Frage ist halt nur, wo setze ich an? Und das ist genau der Ort, wo wir von der Organisation Schule im Aufbruch aus unterstützen. Wir bieten Schulen konkrete Wege, um erste Schritte in eine ganzheitliche Veränderung im Sinne des Whole School Approaches zu gehen und begleiten sie dann auch tatsächlich in den nächsten Schritten mit auf dem Weg. Und ein Format, was wir entwickelt haben und was viele Schulen in Deutschland sich jetzt auch zu eigen gemacht haben und angefangen haben einzuführen und auch schon teilweise 4 Jahre praktizieren, ist der Friday. Der Friday ist ein 4-stündiges Projekt, deren Format, wo Kinder und Jugendliche entlang dieser 17 Nachhaltigkeitsziele sich eigene Lösungen für Zukunftsfragen überlegen, die sie ganz persönlich berühren, wo sie gerade einen Schmerz mitspüren und sagen, da möchte ich mich für einsetzen. Das tun sie, indem sie in Teams zusammenarbeiten, gemeinsam ein Verständnis für die Herausforderungen, für die sie sich interessieren, entwickeln, dann auch gemeinsam Lösungen entwickeln und diese dann ganz konkret vor Ort mit PartnerInnen teilweise in der Schule oder vielleicht sogar im Stadtteil oder der Gemeinde umsetzen. Und das Besondere ist, dass sie dafür jede Woche 4 Stunden Zeit bekommen. Und das ist eine strukturelle Veränderung, die in der Schule also nicht ganz so einfach zu machen ist, die aber noch nicht so schwierig ist, als dass man sagen könnte, okay, das lassen wir gleich von vornherein sein. Denn der Friday wird mittlerweile in allen 16 Bundesländern von Schulen aller Schulformen umgesetzt, von der Grundschule ab Klasse 1 teilweise sogar schon über Förderschulen bis hin zu Gymnasien und berufsbildenden Schulen hat der Friday seinen Weg im Bildungssystem gefunden und zeigt, wenn ich den Mut habe, so ein Format auszuprobieren, dann lässt sich tatsächlich auch ein offenes Lernformat, ein offenes Lernsetting strukturell bei uns in der Schule verankern. Die Besonderheit am Friday ist, dass die Kinder neben diesen 4 Stunden auch keine Noten kriegen. Das heißt, es geht ganz klar darum, dass die Kinder auch lernen müssen, was ist es eigentlich, was mich persönlich begeistert und an der Stange hält, wo ich mich für einsetzen möchte. Ja, es ist ja auch eine der großen Herausforderungen, die wir im Schulsystem haben, dass wir ganz viele begeisterte Kinder am Anfang in der ersten Klasse haben und dann viele lethargische Spätpubertierende oder Jugendliche haben, die sagen, ich bin froh, dass ich da jetzt endlich durch bin und endlich ins richtige Leben kommen, wenn sie dann raus sind aus der Schule. Und dem muss man eben etwas entgegensetzen und da bietet der Friday eben eine gute Möglichkeit, dieses Interesse, das Kinder und Jugendliche von Anfang oder Kinder von Anfang an haben, dass man das eben erhält und dass man die Kreativität und die Begeisterung für Lernen und das Leben an sich eben in der Schule am Leben erhält, indem man ihm eben den Freiraum gibt, sich mit den Dingen zu beschäftigen, die sie persönlich interessieren. Der Friday ist aber auch kein leistungsfreier Raum. Das wird manchmal ein bisschen missverstanden. Es ist nämlich ein Unterschied zwischen Leistung und Bewertung. Leistung bedeutet ja, dass ich mich für etwas einsetze und dass diese Leistung, die ich bringe, auch wahrgenommen wird. Und das ist extrem wichtig am Friday. Die Wahrnehmung dieser Leistung funktioniert allerdings nicht über Noten, sondern die funktioniert durch regelmäßige Feedback- und Reflexionsgespräche. Und da haben wir schon wieder einen zweiten Aspekt, den an vielen Schulen in Deutschland noch nicht gang und gäbe ist, dass man sich nämlich mit Kindern und Jugendlichen hinsetzt und mit ihnen über ihre eigene Kompetenzentwicklung, und da freue ich mich später auf den weiteren Impuls zu Kompetenzen, Offenheitskompetenzen, dass man sich eben mit den Kindern und Jugendlichen
hinsetzt und gemeinsam darüber nachdenkt, was habe ich eigentlich gelernt hier im Prozess? Was habe ich für Kompetenzen entwickelt? Was kann ich eigentlich gut? All das sind Dinge, wofür Schulen in der Regel wenig Zeit oder gar keine Zeit haben. Dann passiert mal in einem Lernentwicklungsgespräch nebenbei. Durch den Friday wird sowas aber tatsächlich institutionell verankert und findet damit regelmäßig, spätestens einmal pro Monat, bei den Schülerinnen und Schülern statt, wenn sie eben jede Woche diesen Friday haben. Der Friday verfolgt verschiedene Zielebenen. Auf der untersten geht es darum, dass Kinder und Jugendliche erst einmal ihr Interesse entwickeln und Expertise entwickeln können zu den Themen, für die sie sich interessieren. Nehmen wir mal an, das Thema Eisbären ist ja ein sehr emotional aufgeladenes Thema, wo viele Kinder sagen, da müssen wir doch was tun, die armen Eisbären, die müssen wir doch schützen. Und nicht nur zu sagen, okay, ich bleibe bei diesem emotionalen Bild stehen, sondern auch zu verstehen, was steht da eigentlich hinter? Welche Prozesse gibt es da eigentlich in der Welt, die die Situation beeinflussen? Ja, dass man eben nicht bei einem sehr offensichtlichen Thema, also Punkte stehen bleibt, sondern sagt, ich gehe da auch rein. Ich habe auch Zeit, mich mit dem Thema ausführlich auseinanderzusetzen. Und das natürlich je nach Altersstufe mehr oder weniger intensiv. Im zweiten Schritt geht es dann darum, zu überlegen, was kann ich eigentlich hier vor Ort tun, und dann eben ein konkretes Projekt umzusetzen. Und durch diese Projektumsetzung entwickeln die Kinder und Jugendlichen Zukunftskompetenzen. Und wenn sie ihr Projekt eben auch in Resonanz mit der Welt bringen, merken sie, hey, das ist etwas, was von anderen wahrgenommen wird. Sie entwickeln Selbstwirksamkeit, stärken ihr Verantwortungsgefühl. Und so führen diese ganzen Erfahrungen im Laufe der Zeit dazu, so unsere Annahme, dass die Kinder und Jugendlichen sich auch als Gestalterinnen und Gestalter ihrer Welt verstehen und erleben. Und wir haben da über die letzten 4 Jahre viele tolle Beispiele gehabt von Kindern, die sich in der Gemeinderatssitzung dafür eingesetzt haben, dass Mülleimer auf dem Schulweg aufgestellt werden und jetzt jeden Tag daran erinnert werden, wenn sie zur Schule gehen, dass sie diese Mülleimer auf die Straße gebracht haben. Über Kinder, die versucht haben, eine Solaranlage auf das Dach ihrer Schule zu bringen und erstmal herausgefunden haben, wie schwierig das ist und welche Genehmigungsverfahren es braucht, um da überhaupt zu überprüfen, ob eine Schule eine Solaranlage auf ihrem Dach tragen kann. Bis hin zu Kindern, die eigene Unternehmen in der Schule gegründet haben und sich dann eben mit dem Verkauf ihrer Produkte beschäftigen und dadurch ganz viele wichtige Kompetenzen entwickelt haben zur Teilhabe an dieser Gesellschaft. Aber vor allem geht es darum, den Kindern den Raum zu geben, sich zu entwickeln. Und da ist der Friday eben ein guter erster Schritt. Er ist aber auch nur ein erster Schritt, denn die Kinder und Jugendlichen werden am Friday auch an anderen Stellen in der Schule viele Dinge anstoßen, die dann die Schulgemeinschaft weiter beschäftigen. Von wie funktioniert eigentlich die Müllentsorgung hier bei uns in der Schule oder wie funktioniert eigentlich die Essensversorgung? Was gibt es eigentlich bei uns zu essen in der Mensa? Gibt es vielleicht kostenlose Hygieneartikel für junge Mädchen in den Schultoiletten, die von der Schule oder dem Förderverein bezahlt werden, damit sich alle das leisten können oder alle auch sicher sein können, dass sie die entsprechenden Artikel hier in der Schule vor Ort finden? All das sind Veränderungen, die angestoßen werden. Und nicht zuletzt natürlich auch für die Lehrerinnen und Lehrer, die plötzlich in die Rolle einer Prozessbegleitung rutschen dürfen und endlich den Fokus auch mehr wieder auf die Potenzialentfaltung ihrer Kinder und Jugendlichen, die sie Jahre begleiten, legen können und nicht auf die Bewertung ihrer Leistung. Damit das funktioniert und damit so ein Whole School Approach am Ende auch eine Wirklichkeit werden kann, braucht es aber vor allem Mut von Einzelpersonen, die sagen, hey, ich möchte so einen Schritt für mich an der Schule wagen. Und für diese Menschen bieten wir eine Plattform, einen Anlaufspunkt, wo sie zu uns kommen können, wo wir sie dabei unterstützen, dieses Format zu etablieren und natürlich auch die Erfahrungen, die unsere Schulen über die letzten Jahre gemacht haben, an sie weitergeben und ihnen die Ressourcen zur Verfügung stellen, damit man nicht eben bei 0 anfängt, sondern vielleicht schon bei 25. Und damit wäre ich an der Stelle auch für meinen Impuls durch und würde zurückgeben an Susanne. Oder an mich. Vielen Dank. Isabel. Vielen Dank, Tobias.
Und wir würden auch direkt weiter anschließen mit Nele Hirsch zum Thema offene Lernformate in der Praxis. Einen schönen guten Tag von meiner Seite. Ich bin hier für die nächsten 10 Minuten, weil ich gerne was dazu sagen will, wie ich in meiner Arbeit offene Lernformate nutze. Also versuche so ein bisschen so einen praxisorientierten Blick darauf zu haben und auch nicht sowas zu machen, dass ich sage, hier ist jetzt das eine konkrete Projekt, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe die Vorbereitung zu dem Lightning Talk für mich auch so ein bisschen genutzt, um tatsächlich mal in meinem Kopf klar zu kriegen, auf was greife ich da eigentlich so zurück und was ist mir da wichtig, was bedeuten denn dann eigentlich offene Lernformate und wie funktioniert das? Und ich habe das zusammengefasst in 3 ganz schnellen Thesen. Offenheit braucht guten Rahmenbau. Für offene Lernformate müssen wir das Rad nicht neu erfinden. Da gucken wir uns dann vor allen Dingen auch praktische Beispiele an. Und Remix und Teilen von Konzepten bringt uns weiter. Das ist der Appell, den ich ganz wichtig finde und der deshalb hier auch jetzt schon ganz am Anfang dasteht. So, Offenheit braucht guten Rahmenbau als erstes. Ich glaube, da sage ich Menschen, die so ein bisschen mit offenen Lernformaten schon gearbeitet haben oder zu tun gehabt haben, nichts Neues. Aber ich glaube, das ist immer wieder wichtig, dass man sich das nochmal in Erinnerung ruft, dass Offenheit halt nicht Beliebigkeit heißt, sondern ganz im Gegenteil. Ich muss versuchen, gerade ein offenes Lernformat sehr, sehr klar zu gestalten, dass es funktioniert. Da ist eine Komponente die Zeit. Ich habe dann beispielsweise auch sowas wie den Raum, der natürlich gestaltet werden muss. Ich habe den großen Part der Begleitung. Ich habe sowas, dass insgesamt eine Struktur, also bestimmte Regeln da sein müssen. Und meine Erfahrung ist immer, dass umso klarer das kommuniziert ist und umso deutlicher ich sagen kann, wie funktionieren diese einzelnen Komponenten und vielleicht auch noch weitere Komponenten mehr, desto besser ist eigentlich der Rahmenbau. Also ein klassisches Lernformat, was viele wahrscheinlich kennen, das Barcamp, also eine Unkonferenz, funktioniert ja nicht einfach beliebig, sondern ja, wir haben eine sehr klare Struktur, dass am Anfang erstmal alle kommen, es noch kein feststehendes Programm gibt. Wir haben aber dann eine Sessionplanung, dann wird es in einen Sessionplan reingegeben. Wir sind immer 45 Minuten zusammen und suchen sich, jeder kann sich aussuchen, wo man in den jeweiligen Sessions dorthin geht. Dann wird gewechselt und es kommt die nächste Runde. Und weil wir so eine klare Struktur haben und weil dann klar ist, wie lang funktioniert was, wo funktioniert was, weil auch die Begleitung da ist, also das Orga-Team da ist, was am Anfang begrüßt und weil eben diese klare Struktur da ist, haben wir so einen gesamten Rahmenbau, der es dann ermöglicht, dass in diesem Rahmen unwahrscheinlich viel funktionieren kann. Und das, glaube ich, ist immer die Grundlage von jedem offenen Lernformat, von jeder praktischen Umsetzung von Offenheit, die wir in der Bildung in irgendeiner Form machen wollen. Was ich ein ganz schönes Instrument finde, sind die didaktischen Schieberegler bei dieser Sache, die von Axel Krommer und anderen im Kontext von der Corona-Zeit entwickelt wurden, weil natürlich Zeit nicht immer heißen müsste, es müssen genau 45 Minuten sein, Begleitung muss auch nicht heißen, ich bin die ganze Zeit mit dabei, sondern man hat da ja durchaus sehr viele unterschiedliche Sachen, wie man das in irgendeiner Form aufbauen kann. Und da ist nie das eine richtig oder das andere richtig, sondern ich kann zwischendrin hin und her schieben, was passt jetzt für den Kontext, den ich gestalten will, an der Stelle am allerbesten. Und ich glaube, so viel muss man gar nicht dazu sagen, dass ein Raum natürlich beispielsweise auch nicht ein physischer Raum sein muss, sondern ganz genauso auch ein Online-Kontext sein muss, was im Prinzip auch eine Webseite sein kann, die an dieser Stelle schon genügt. Also das als diese erste These, Offenheit braucht guten Rahmenbau, weil ich glaube, das ist die Grundlage von allem. So. Zweitens, ich glaube, wenn wir über offene Lernformate reden, dann können wir durchaus auch den Offenheitsgrundsatz für uns selbst anlegen, dass wir das Rad nicht neu erfinden müssen, sondern aufbauen können an dem, was viele andere Menschen schon gedacht haben. Ich habe das mal versucht, für mich so ein bisschen jetzt aufzuschlüsseln und habe verschiedene Bereiche gefunden, wo ich einfach so ein bisschen räubere und Sachen zusammensuche. Das ist jetzt eine sehr, wie soll man sagen, nicht sehr wissenschaftliche Zusammenstellung geworden, weil sehr epochale und große Theorien und Bildungsansätze neben auch irgendwelchen kleineren Sachen stehen, die manche Leute vielleicht sogar als Hype einordnen. Aber das ist hier ja auch nicht der Anspruch, sondern das Ziel ist ja einfach mal
so ein bisschen in den Überblick reinzukommen. So, und darum komme ich schon mit dem ersten ganz großen, fast epochalen Reformpädagogik. Ich nehme, könnte man fast auch in Anführungszeichen setzen, weil es so viele unterschiedliche Bereiche gibt und alle Leute was Unterschiedliches darunter verstehen. Ich nehme aus der Reformpädagogik mit, dass Lernen immer ein aktiver Prozess ist, der von den Lernenden ausgeht. Und wenn ich da dann in irgendeiner Form ein offenes Lernformat umsetzen will, dann ist so eine klassische Variante, die mir da einfällt, das forschende Lernen, wo einfach klar ist, die lernende Person hat ein bestimmtes Anliegen, hat eine Frage, die sie gerne für sich auch noch klarer fasst und entwickeln will. Und dann bearbeitet sie diese Frage und stellt ihre Ergebnisse vor. Und das ist da dann erstmal völlig egal, ob die lernende Person sagt, ich interessiere mich für Achterbahnen und will mal wissen, wie diese Achterbahnen aufgebaut werden. Oder ob sie sagt, ich interessiere mich fürs Kronendach im Regenwald und will mal wissen, welche Tieren und Pflanzen da in irgendeiner Form leben. Entscheidend ist, dass das diese intrinsische Motivation, diese Neugierde auf die Welt gibt und das dann eben entsprechend unterstützt werden kann. Also erster Punkt aus der Reformpädagogik von den Lernenden ausgehen und konkretes Beispiel des forschenden Lernens. Zweiter Punkt, die kritische Pädagogik. Da haben wir sehr stark den Ansatz, dass wir in gesellschaftlichen Rahmenbedingungen leben, in denen Menschen eigentlich unfrei sind und Bildung muss auf Befreiung zielen und erst dann ist auch tatsächlich gute Bildung für alle in irgendeiner Form möglich. Ich mag aus dem Kontext der kritischen Pädagogik vor allen Dingen die Befreiungspädagogik sehr gerne, die sich beispielsweise in Lateinamerika entwickelt hat. Und eine konkrete Sache, was man da machen kann, ist das Theater der Unterdrückten. Auch das wäre ein Beispiel für eine offene Bildungspraxis, was Lernende sozusagen für sich gestalten und wo es auch nicht festgelegt ist, was da am Ende dabei rauskommt. Das ist das Statuentheater. Sieht so aus, ich gucke mir ein sozusagen Realbild an, was mir vielleicht nicht gefällt und mache daraus ein Standbild. Also beispielsweise, wie sieht jetzt gerade die Schule aktuell aus? Und dann würden sich alle in eine bestimmte Position bringen. Danach macht man, jetzt überlegen wir uns, wie würde denn das Idealbild der Schule aussehen? Und wir bringen uns wieder pantomimisch in eine bestimmte Position. Alle Menschen merken sich, in welchem sie jeweils stehen und versuchen dann einfach mal in so einem langsamen Lauf von dem Realbild zum Idealbild zu kommen. Und danach können wir gemeinsam darüber reflektieren, was hat denn jetzt eigentlich das eine ausgemacht und das andere ausgemacht. Also nochmal was ganz anderes, aber eben auch eine Möglichkeit für eine offene Bildungspraxis, wo tatsächlich nicht klar ist, was kommt am Ende dabei raus, aber ich ermögliche eine Auseinandersetzung mit einem bestimmten Thema. So, Bildung für nachhaltige Entwicklung, da haben wir jetzt gerade eben schon viel dazu gehört. Ich nehme da für mich daraus mit, dass Lernende ermächtigt werden sollen, zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen. Und wir haben da dann eben beispielsweise solche Konzepte oder Ansätze wie den Friday, von dem ihr jetzt gerade eben schon von Tobias einiges gehört habt. Weiterer Punkt, wo ziemlich viel, glaube ich, zu finden ist für offene Lernformate, ist der ganz große Bereich des Peer-to-Peer-Lernens, wo ich so den Grundsatz da drin sehe, wir lernen eben voneinander und miteinander als den ganz wichtigen Ansatz. Es gibt gerade aktuell ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, nämlich den KI-MOOC, der jetzt losgelaufen ist, was eben ein Massive Open Online Kurs ist, also ein großer Online-Kurs, der aber nicht so aufgebaut ist, dass man sagt, so hier gibt es jetzt jede Woche den Input und den arbeitet man dann durch und vielleicht tauscht man sich noch ein bisschen dazu aus, sondern der Kurs soll vor allen Dingen dadurch leben, dass man verschiedenste Menschen zusammenbringt und die sich dann untereinander austauschen und auf diese Weise eine Strategie, jetzt eben bei diesem konkreten Beispiel, zu künstlicher Intelligenz entwickeln können. Also nochmal ein Beispiel aus dem Kontext Peer-to-Peer-Lernen, wie sowas aussehen kann. Nächster Punkt, das Design Thinking. Daraus nehme ich mir mit, dass wir gemeinsam und kreativ neue Ideen entwickeln können. Da ist vor allen Dingen ganz oft auch sehr, sehr viel Haptik dabei. Und das ist auch mein Praxisbeispiel, was ich hier mitbringe. Ich finde es ein super offenes Lernformat, gemeinsam Lego zu bauen und dann, wenn man denkend sich was gebaut hat, durch dieses, wenn man sich das dann anguckt und darüber reflektiert, weiterdenken zu können, Ideen entwickeln zu können, Reflexionen anstoßen zu können. Also ist was eigentlich immer
ziemlich gut funktioniert und was eben auch dieses Offenheitsprinzip hat, weil nicht festgelegt ist, was kommt am Ende dabei raus und weil eben noch zusätzlich der Grundsatz gilt, es gibt vielleicht auch noch gar nicht die eine fertige Antwort, sondern wir machen uns gemeinsam auf den Weg dahin. Ich habe hier auch die ganze Inklusion-Deklusionsperspektive reingebracht, weil ich glaube, dass es gerade für Offenheit und offene Bildungspraxis wichtig ist, dass man immer im Blick hat, dass alle Menschen unterschiedlich sind und sich damit dann eben auch man die offene Bildungspraxis so gestaltet, dass sich auch alle entsprechend beteiligen können. Eine sehr schöne Methode für eine inklusive Lerngestaltung sind beispielsweise die sogenannten Ability Prompt Cards. Die basieren darauf, dass man sich verschiedene Einschränkungen anguckt und diese Einschränkungen immer so betrachtet, dass die dauerhaft sein können. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Fähigkeit des Sehens mir überlege, dann kann das sein, es gibt einfach Menschen, die blind sind, also generell nicht sehen können. Es kann aber durchaus auch temporäre oder situative Einschränkungen geben. Also situativ ist einfach dunkel, man sieht jetzt gerade nichts. Oder temporär, weiß ich nicht, ich habe eine Augen-OP, der ich mich unterziehen muss, wo ich in irgendeiner Form nicht weiterkomme. So. Agiles Lernen, daraus nehme ich mit, Lernen verändert sich im Prozess und das kann lohnend sein, große Sachen in kleinere Dinge aufzuspalten und dann nacheinander zu bearbeiten und immer wieder anzupassen, wo es vielleicht auch in irgendeiner Form anders gehen soll. Eine Sache, die man daraus zum Beispiel ganz konkret sich so ein bisschen rausklauen kann, ist die Methode des Daily Stand-Up, was vielleicht auch nicht täglich gemacht werden kann, aber einfach die Idee in Lernprozessen regelmäßig Zusammenkünfte zu organisieren, wo Menschen sagen, an welcher Stelle stehe ich gerade, wie bewerte ich das und was habe ich dann in irgendeiner Form als nächstes vor. So, und damit sind wir auch fast schon durch mit diesem sehr zufällig zusammengewürfelten offene Lernformate-Ideen, wo ich auch sehr viel raushole, das sind die Liberating Structures. Da ist der Grundgedanke davon, dass man sagt, alle sollen beteiligt sein. Also wir machen es jetzt hier zum Beispiel bei den Lightning Talks schon so, wir haben alle nur 10 Minuten, also ganz schnell und dann können wir auch noch miteinander reden. Aber man könnte das natürlich noch viel mehr aufsplitten, dass auch eine größere Beteiligung da ist und wir eben nicht so sehr erstmal in einem frontalen Input sind. Und ein ganz konkretes Beispiel, was es da als Methode gibt, was ich tatsächlich sehr, sehr gerne im Kontext von offenen Lernformaten nutze, ist das sogenannte Troika Consulting. Man geht zu dritt zusammen, eine Person stellt eine Frage, dreht sich dann weg, die anderen beiden beratschlagen, was vielleicht gute Antworten auf diese Frage wären. Und das Schöne daran ist, dass man mit dieser Methode eben gleichermaßen lernt. Ich kann Fragen stellen und muss mich dann nicht in irgendeiner Form dafür rechtfertigen oder Sorge haben. Und gleichzeitig lernt man auch Antworten zu geben, weil da sind dann einfach nur zwei Leute und zwangsläufig müssen die sich dann mal miteinander unterhalten und kommen dann eigentlich auch meistens immer auf gute Ideen. So, das war der ganz schnelle Durchritt und damit kommt nur noch Punkt 3, der Appell, Remix und Teilen von Konzepten bringt uns alle weiter. Ich finde es gut, wenn man mit so einer Perspektive an offene Bildungspraxis rangeht, dass man, so wie ich das jetzt gezeigt habe, sagt, ich muss das Rad nicht neu erfinden, sondern ich kann mir Sachen angucken und überlegen, wie kann ich sie denn anpassen und verändern. Also beispielsweise, ich nehme das Format Barcamp und sage dann, wie wäre es denn, so ein Barcamp zum Beispiel asynchron zu machen. Ich kann super toll Sachen miteinander vermischen, also auch die, so ein Beispiel, ich kann sagen, wie passt denn vielleicht die Troika-Beratung, die ich gerade eben vorgestellt habe, damit, dass ich eine Kreativitätsmethode mit den Denkhüten von De Bono mache oder ähnliches. Also auch da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Und dann eben das ganz Wichtige, dass man nicht dabei stehen bleibt, einfach zu erkunden und auszuprobieren, sondern immer auch am Ende sich einplant, sowas zu haben wie so eine Reflexionssache. Also was habe ich wie gemacht und was habe ich dabei gelernt? Und eben diese Konzepte, die dann dahinter stehen und wie man zu den Konzepten geteilt ist, dass das viel, viel mehr zu einer Routine wird, das auch einfach mitzuteilen und so dann auch voneinander und miteinander zu lernen. Soweit also hier nochmal im Überblick meine 3 Thesen und den ganz schnellen Durchritt. Gut, diese Offenheitskompetenzen, die ich hier gleich vorstelle, die habe ich nicht alleine entwickelt, sondern die sind halt ein
ein Ergebnis einer langen, langjährigen Zusammenarbeit im Bündnis Freie Bildung. Da haben wir uns darüber Gedanken gemacht und sind der Frage nachgegangen, was muss denn so ein Lehrender, egal ob an der Schule, an der Uni oder im außerschulischen oder außeruniversitären Bereich können, was sollte er wissen über offene Lizenzen, über den Umgang mit Open-Source-Produkten, was auch immer. Und was müssen Lernende, also die Studierenden, die Schüler, die sich da in so einen Workshop begeben, was sollten die wissen und können? Und Ausgangslage war unter anderem dies hier. Das sind so Dinge, die man in bestehenden Kompetenzrastern sieht, die sich ein bisschen auf diese Thematik einstellen. Und da steht, ich glaube, das ist jetzt aus der KMK-Strategie, man sollte rechtliche Vorgaben machen. Sowas wie Urheberrecht gibt es und geistiges Eigentum und da gibt es auch so Lizenzen. Und viel mehr in die Tiefe geht das da an der Stelle nicht. Und das war uns zu wenig. Und wir sahen auch, dass bei vielen Veranstaltungen mehr der erhobene Zeigefinger da war, der dann, wo man dann sagte, ja, also Urheberrecht müsst ihr beachten und das darf man alles nicht und das darf man alles nicht, aber jetzt jungen Menschen zu zeigen, was sie denn machen können und was sie dürfen, das ging dann immer ein bisschen, fiel dann immer hinten rüber. Und deshalb haben wir uns auf den Weg gemacht, so ein Modell zu entwickeln und das besteht im Wesentlichen aus drei Teilen. Die haben wir uns so ein bisschen abgeguckt bei anderen Kompetenzmodellen, die dann letztendlich dazu führen, dass es bei den Lernenden, die nehme ich jetzt mal als erstes, zu einer gewissen Handlungskompetenz. Also Ziel ist es tatsächlich, dass sie, ja, man sagt immer, mündiger Teilhaber am gesellschaftlichen Diskurs, das soll dabei rauskommen. Und das geht halt nur, wenn man ein gewisses Wissen über digitale Medien, über offene Lizenzen, über Open-Source-Produkte hat, wenn man die auch anwenden kann, damit umgehen kann. Das wäre so der Bereich Skills. Vielleicht könnte man heute besser Fähigkeiten, Fertigkeiten, irgendwie sowas sagen. Und es gehört auch immer eine gewisse Haltung dazu. Und diese Sachen gelten nicht nur für die Lernenden, sondern tatsächlich auch für die Lehrenden. Und die haben darüber hinaus halt auch noch den Auftrag, diese Dinge mit zu vermitteln. Das war so der Ansatz. Und jetzt könnte ich hier durchaus eine ganze Weile diese einzelnen Bereiche durchgehen. Dann würden aber die 10 Minuten locker gerissen werden. Und trotzdem soll man ja so einen gewissen Eindruck davon kriegen. Deshalb habe ich mir mal einen dieser Bereiche rausgepickt, wo wir mal tatsächlich reingucken können. Weil das ist nicht nur so ein vages Modell, sondern wir gehen schon in die Vollen. Deshalb schauen wir uns mal diese Skills an und schauen uns an, was es da so alles gibt, also was man können sollte. Lehrende in diesem Fall können frei lizenzierte Materialien finden. Das ist für Menschen, die das erste Mal in einer OER-Veranstaltung sind, immer so eine Frage, die da auch kommt. Ja, da gibt es so viele Plattformen, sollen wir nicht eine machen? Und diese vielen Plattformen sind dann wiederum ja in einzelnen Repositorien vereint teilweise. Und dadurch diesen Dschungel durchzublicken und sein OER zu finden, das man dann auch haben möchte, oder einfach den Open Content zu finden, das wäre schon etwas, was man können sollte. Die Qualität und die Vertrauenswürdigkeit von Material einschätzen. Hier zeigt sich, dass wir hier durchaus auch Dinge drin haben, die nicht nur explizit für OER gelten, sondern natürlich auch für alle anderen Dinge, die man so im Internet finden kann. Aber sie gelten halt auch für OER. Auch da sollten wir es schaffen, die Qualität und Vertrauenswürdigkeit auch von OER einzuschätzen. Sie können frei lizenzierte Materialien kombinieren und später kommt auch noch hier mit anderen zusammenarbeiten. Hier zeigt sich auch ein Ansatz, auch das, da stellt sich die Frage, aber mit anderen zusammenarbeiten kann man doch auch ohne frei lizenzierte Materialien, machen wir in Schule durchaus, aber das bleibt dann in unserem schulischen Rahmen beispielsweise. Das können wir nicht mit anderen teilen, das geht halt nicht. Und hier sehen wir halt eine besondere Stärke von,
von OER, dass man tatsächlich remixen und wieder veröffentlichen kann, dass man nicht nur zusammenarbeitet, um es dann heimlich zu verstecken, sondern tatsächlich auch über die Grenzen der eigenen Bildungseinrichtungen hinaus zusammenarbeiten kann. Wir können ganz profane Sachen machen, wie die notwendigen Lizenzangaben formulieren. Das muss man tatsächlich erstmal lernen, auch wenn es gar nicht so viele Sachen sind, die dahin können. Sie können frei lizenzierte Materialien für den Unterricht nutzen, denn wir sind ja hier auf der Seite der Lehrenden. Und Sie können das Material dann tatsächlich auch frei lizenziert veröffentlichen, verbreiten und somit die Stärke von OER tatsächlich auch nutzen. Das Letzte ist auch wieder nur für Lehrende. Sie können Strategien zur Vermittlung dieses ganzen Wissens, das wir hier so aufgebaut sehen, haben. Und wir gucken uns gleich ein Modell an, wie man das machen kann, wie man das tatsächlich an den Mann oder an die Frau bringt. So, das nur so als ein Beispiel. Ebenso viele Kompetenzen gibt es im Bereich von Wissen und von Haltung. Die können wir uns jetzt nicht alle angucken. Ich habe in den Shownotes sozusagen da auch nochmal drauf verlinkt, auf unsere Website, wo die Offenheitskompetenzen ganz genau dargestellt werden. Da kann man das alles auch nochmal nachlesen. Das, was wir hier gesehen haben auf der Seite der Lehrenden, gibt es auch tatsächlich auf der Seite der Lernenden. Wenn wir auch da mal kurz in die Skills gucken und die alle aufrufen, da sehen wir, dass ganz viele Dinge gleich sind. Denn natürlich muss sowohl der Lernende als auch der Lehrende Material finden können, remixen können, zusammenarbeiten mit anderen. Das ist unabhängig davon, ob ich jetzt in der einen oder der anderen Position bin. Und das gilt auch für die Qualität und Vertrauenswürdigkeit und für die Fähigkeit, Material auch sauber zu verbreiten. Was man nicht braucht auf der Seite der Lernenden, ist tatsächlich, die für den Unterrichtsplan voll zu nutzen, für das eigene Lernen hingegen schon. Und ich muss auch nicht wirklich Strategien zur Vermittlung mitbekommen als Lernender. Schadet natürlich auch nichts, aber das haben wir an der Stelle gestrichen. So, und Ziel ist tatsächlich, eben hatte ich es angesprochen, eine Handlungsfähigkeit. Das heißt, wenn wir uns immer nur hinter der Bildungsschranke verstecken und den Schülern oder Studierenden vormachen, was wir als Lehrende so alles machen dürfen, und zwar nur im Bildungskontext, dann lernen die dadurch nicht, später im Leben selber handlungsfähig zu sein. Das geht halt nicht, weil sie können so nicht agieren. Sie können sich ja nicht hinter der Bildungsschranke verstecken. Das funktioniert nicht. Und mit diesem Wissen, diesen Skills und der Haltung können sie halt eine Handlungsfähigkeit entwickeln, die ihnen auch tatsächlich später hilft. Das überspringen wir mal, weil wir haben noch so ein paar Sachen, wo wir uns noch mehr Gedanken gemacht haben, nämlich wo kann man jetzt Offenheitskompetenzen anknüpfen. Denn das ist ja schon ganz schön viel, ganz schön tiefgehend. Da sind eine Menge Kompetenzen. Wenn man sich da vorstellt, sowas würde in andere Kompetenzmodelle eingebaut werden, dann werden die ganz schön aufgebläht. Und es gibt ja viele Kompetenzmodelle. Angefangen bin ich eben mit der KMK-Strategie, DAGSTU-Dreieck, DICOM, EDO, SEMA-Modell. Da gibt es noch jede Menge mehr. Ich könnte da die ganze Folie vollschreiben. Diese Modelle haben an der einen oder anderen Stelle Anknüpfungspunkte, wo man sagt, ja, wir wollen ja auch Mündigkeit. Das ist ja genau das, was wir wollen. An der Stelle haben wir das auch. Und da könnte man im Grunde genommen auf eure Offenheitskompetenzen verweisen. So sind die Anknüpfungspunkte für die verschiedenen Kompetenzmodelle denkbar. Ganz unterschiedlich. Also, dass jetzt tatsächlich jemand sein Modell, das er entwickelt hat, nimmt und sämtliche Offenheitskompetenzen da reinbaut, das glaube ich nicht. Dafür ist es nicht gemacht, sondern eher darauf zu verweisen. Es gibt ein Kompetenzmodell, das tatsächlich schon ziemlich viel gemacht hat in dem Bereich, von der Uni Duisburg-Essen. Das integrative Modell digitalisierungsbezogener Kompetenzen für die Lernensausbildung, ziemlich langer Titel. Das hat wirklich auch einige Punkte, die wir nachher in den Offenheitskompetenzen sehen, auch schon drin. Also das ist das Modell, das am weitesten in unsere Richtung geht. Und wenn man da mal reinschaut, dann steht da unter anderem sowas, digitale Ressourcen modifizieren, vorhandene digitale Ressourcen, zum Beispiel offene Bildungs
Ressourcen OER unter Verwendung digitaler Werkzeuge modifizieren und weiterentwickeln bzw. mitgestalten. Das ist schon deutlich umfangreicher und es ist nur Punkt 1.4, da sind noch eine Menge mehr. Und es geht sogar noch weiter, dass die dann dort tatsächlich fachbezogen ganz konkret werden. Hier am Beispiel von Deutsch, interaktive Module, zum Beispiel H5P und Learning App Elemente und so weiter erstellen, Wiki erstellen, Förderung von Schreib- und Bearbeitungskompetenz und so weiter. So konkret wie das Ganze, ist eine Leseempfehlung, unten ist der Kurzlink, ich habe ihn auch in die Shownotes gepackt. Da findet man schon ziemlich viel von dem wieder, was wir auch für die Offenheitskompetenzen uns gedacht haben. Wir wünschen uns auch, dass diese Offenheitskompetenz nicht nur in der Schule gedacht wird, wie manchmal erzählt wird. Wir haben also besonders Wert darauf gelegt, dass halt wirklich da Lehrende und Lernende steht und das auch für berufliche Bildung, Hochschule, Erwachsenen, Weiterbildung gilt und dort überall in den Konzepten, die es da gibt, sonst nun Curricula sind, Fortbildungskataloge, Studienordnung oder Policies, auf diese Offenheitskompetenzen verwiesen werden kann. Punkt.